Seite gefahren ist, das Schwein. Nein, aber er fährt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Bis dann. Ach, und nach langem Rumgezottel und Gezeter schon wieder. Die ganzen Fahrtwege. Ihr wisst gar nicht, wie abfuckend nervig die sind, weil ich die größtenteils rausschneide. Oh, jetzt fahre ich gegen meine eigenen Autos gegen. Toll. So. So. Danke. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin. Passt schon. Gut, und ich habe wieder einen neuen Wagen. Ach Gott, guckt euch mal meinen scheiß Fuhrpark an. Was ist das denn eigentlich für eine Gurke? So. Ich weiß gar nicht mal, wo ich die teilweise her habe. Was ist das hier zum Beispiel für ein Scheißding? Wo hab ich den her? Was ist das? Ride Coupé. Ich kann mich nicht an den erinnern. Das war der von Morello, glaube ich, ne? Ja, den einen habe ich mitgenommen. Der ist jetzt weg hier, aber... Naja, keine Ahnung. Das ist auch ein Schrottteil hier. Was ist denn das für einer? Guardian Terraplane Forder. Der war mal gut, ja. Genauso wie der Ulva Airstream. Die werde ich sowieso nie wieder fahren. Ach komm, Ralph, ich zieh dir mal weg hier, die Scheißdinger. Und vor allem, was ist das hier? Moment mal, der war gut, ne? Ach, das ist der. Der war gut. Der war nicht schlecht gewesen, nein. Den behalte ich allerdings nicht, weil er auch nur zwei Sitze hat. Hm, ich werde mal ein paar weghauen. Was brauchst du? Was brauchst du? Den Ride Coupé, den will ich nicht. Der ist Ossi. Der ist Assi. Pff, Assi. Letzte Tafel 16, nee, den behalte ich dann gerade erst geklaut. Der war auch gut. Der Airplane Forder schwarz. Pff, weg. Ulver Airstream, nö. Bolt V8 Roadster. Hm. Nee. Letzte Tafel 16 Sharon, der schwarze. Der kann auch weg, glaube ich. Ja. Ja. Dann Crusader Chromium Forder. Blue. Ach, ich muss mir die erstmal wieder in Ruhe angucken dann. Machen wir mal so. So, sind sie jetzt weg. Und einfach verschwunden sind sie. Wie er es mal macht, der Ralphie. Okay. Dann wollen wir doch mal storymäßig gucken. Nose! Ja, toll. Abgestürzt. Ich darf mir das Auto nochmal holen. Ganz tolle Sache. Der sitzt da wieder drin. Da komme ich jetzt noch nicht rein. Na klasse, bis gleich. Ich wurde direkt erstmal überfahren. Schön. Ganz toll, wir haben uns wieder den Wagen geklaut. Ach komm, nehmen wir doch mal die Bergpartie hier auf. Weil es so schön ist und die Leute so schön durch die Gegend fliegen. Ja, ihr kommt hier hochgefahren, ist klar, ne? Boah, dieser Berg hat mich so angekotzt, als ich da stand und nicht mehr hochkam da. Mann, ey. So, jetzt sollten sie gleich wieder anfangen, durch die Gegend zu fliegen. Na, diesmal nicht, oder was? Ich will die abgefuckte Autofahrt sehen. Ja... Ja, ach komm, ich bezahl's. Egal. Okay, Leute. Mit ganz viel Glück könnte es jetzt sein, dass wir es endlich geschafft haben. Das Spiel ist mal einfach 100.000 Mal abgestürzt. Das ist echt richtig asozial. Aber jetzt haben wir noch ein paar Meter zu gehen. Anna! Komm, ich lasse jetzt einfach draußen stehen. Den Rest mache ich später. Und rein. Neue Autos und ich hab ihn. Okay. Alter, wie geil. Oh, wie schön. Story! Okay. Nur zur Erholung. Okay, was kommt? Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung von dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen. Aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen... verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay, 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 hör zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom.
Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKW steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Tja, ein ganz seltsamer Job irgendwie. Was damit wohl auf sich hat, jetzt merkt man, dass es langsam noch zu Ende geht. Rede mit Ralph, okay. Aber endlich geht das Spiel mal weiter, ey. War ja zum Kotzen. Fängst du jetzt an, meine Kran zu verscheuern, oder was? Oh ne, das ist ja meine. Was war das denn? Jungs, ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Wieder so eine Rotzkarre, hä? Mir gerade schon was besorgt, Jung. Du brust mir... Oh Gott. Das ist nicht dein Ernst. Ich fahr doch nicht mehr mit so einem Ding durch die Gegend, Junge. Kannst du knicken? Das gefällt mir. Sieht echt gut aus. Kannst vergessen. So kommt ihr am besten rein. Jetzt knicken, Junge. Mit dem Ding fahre ich nicht. Aha. Ja, okay. Sieht leicht aus. Danke, Ralfi. Gern geschehen. Desiter V16 vorder. Es ist auch ein Desiter V16, aber halt nicht so ein cooler. Interessant, weil der sieht irgendwie ganz anders aus. Ja, ist offen. Schön. Oder? Ja, geht so. Aber mit dem will ich nicht mehr fahren. Jetzt habe ich meine guten Karren. Jetzt will ich erstmal zu meinem Onkel Vince. Mal sehen, was der so hat. Okay. Hallo, Vince. Ey, jetzt gib mir nicht schon wieder so eine abgefuckte, abgesägte Schrotflinte. Da habe ich jetzt echt keine Böcke drauf, mein Freund. Hey, Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Was soll das? Ich will auch eine Thompson. Ja, danke. Danke, Vincenzo. Toll. Baseballschläger. Was soll ich mit dem Baseballschläger? Ich will eine Thompson haben, Mann. Die beiden kriegen eine Thompson. Ich muss mit so einem Scheiß umgehen. Ja. Toll. So, aber mit der Karre fahre ich nicht. Ich nehme hier meinen... Ja, den neuen kann ich auch nicht nehmen, weil der auch schon wieder Zweisitzer ist, ne? Wie geil designt das doch einfach ist. So, aber der hier, der ist ein Viersitzer. Den nehmen wir. Der Silver Fletcher, das ist der von Morello. Der ist gut, den nehmen wir. Wie leise der einfach startet. Wie einfach alles hier im Weg steht. Alter Ralfi, hau ab, Alter. Ich hab keinen Bock, dich umzulegen, dann ist alles wieder vorbei hier. Ja, hau ab. Ding. Viel zu viele Autos, Mann. Zu viele Autos. Ich hoffe nicht, dass ich danach nochmal zu dem anderen Bastard muss. Ich muss es dann einfach tun, wisst ihr? Weil ich einfach die optionalen Sachen gemacht haben möchte. Nur zur Erholung, ja. Na, bin ich mal gespannt, ob es jetzt wirklich so ein Erholungsjob wird oder ob das jetzt gleich hier wieder richtig Feuerwerk gibt. Und ich hab fucken will. Ja, ich bin etwas angepisst, aber noch. Dieses Spiel meint es nicht wirklich gut mit mir, muss ich zugeben.
Spiel gesichert. So, ich hol mir gerade was zu trinken. Also gut, wir müssen zu einem Haus im Works Quarter, um Sam abzusetzen. Okay, Moment. So, ab geht die Post. Da hinten rechts. Ja, wieso nehme ich das jetzt auf? Eigentlich voll Blödsinn. Ah, na gut, dann bis gleich. So, wir nähern uns dem Zielort. Irgendwie habe ich das immer das Gefühl, dass ich dort irgendwie in den optionalen Sachen immer dort Jobs ab... What the hell? Die ist hier wie eine Metallwand gewesen gerade. So, hier setze ich erstmal den Ding ab, ne? Ja, wo? Komm, komm, komm. Und stopp. Ja? Ja, und nu? Okay, okay. Hier ist es. Perfekt. Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat auch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Naja, ich habe mir diese Bank angeschaut. Was? Was? Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher. Nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld. Quatsch. Uns geht's nicht schlecht. Aber wir sind auch nicht reich. Ich habe kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht. Okay, gut. Okay, es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Bin gleich zurück. Tom, wir müssen zum Hafen. Okay. Ich glaube, das kommt dann schon mit dem, was zum Ende hin passiert irgendwie. Hat damit was zu tun. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich weiß, dass nachher ein bisschen unschön wird. Leider weiß ich was. Bin ein bisschen gespoilert, bin ich, auch wenn das Spiel selbst blind ist. Aber davon möchte ich noch nichts verraten, weil die lieben Zuschauer sollen ja natürlich völlig unvoreingenommen, wenn sie das Spiel noch nicht kennen zumindest, die Geschichte erleben. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ach, da unten. Oh gut, da schneiden wir mal wieder. Bis gleich. Ich hab einen Polizisten auf den Fuß gefahren. Fängt er an, auf mich direkt zu schießen, das Schwein. Was ist denn das für ein asozialer Penner? Jetzt verpisse ich mich erstmal. Angriff auf einen Polizisten, so ein asoziales Schwein. Den nur leicht angetippst, ja? Doch nicht mal absichtlich. Jetzt fängt er an, mich zu verfolgen. Aber es wird wahrscheinlich gleich vorbei sein. Na? Das ist sowieso nur so ein Straßenpolizist. Die sind nicht so schlimm. Die verfolgen einen nämlich nicht wirklich. Gut, das war's. So, wollen wir doch mal gucken. Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Okay. Da kommt auch schon mein LKW. Gucken wir doch mal. Guck nach vorne. Na? Bleibt ein Schwein. Der will nicht losfahren, glaube ich. So, ich will doch nur, dass er nach vorne guckt jetzt. So, da ist er. Sahne. So, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Wo fährt er denn hin? Hauptsache, es ist nicht wieder so ein Heizer. Okay. Bis wo? Eigentlich ist hier sowieso relativ ruhig. Im Endeffekt eigentlich... Machen wir es direkt hier. So. Was? Das Schwein! Der ist gut! Fährt er einfach an mir vorbei. So. Okay, wir haben ihn. Nein, haben wir nicht.